Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Ark. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben nach der Charaktererstellung und gehen jetzt weiter zum Prolog und schauen mal, was Träger Mambo uns zu sagen hat. Beschwerliche Reise, was? Und du weißt ja, Matrosen sind nicht gerade die angenehmsten Zeitgenossen. Nun, Hauptsache, du bist in einem Stück hier angekommen. Dann ist es jetzt wohl Zeit, dass du das Land erforscht, was? Aber sei vorsichtig, die Landratten können dir jederzeit ein Messer ins Kreuz rammen. Deinem Gesicht nach bist du eine Kampfkünstlerin aus Annika, du bist weit von zu Hause weg. Interessante Wahl, deine Waffe, wahrlich einzigartig. Hier für dich, das sind Vorräte für das Truhe-Abenteuer-Team. Ich weiß nicht, wie gefährlich diese Mission sein soll, aber ich habe gehört, dass der Kunde ziemlich viel Geld springen lässt für dieses Abenteuer. Dazu gehört eine Spezialwaffe, die speziell von Schmieden von Umar gefertigt wurde. Sieh sie dir mal an. So. Du musst es noch früh genug brauchen. Ausrüstung legst du aus deinem Inventar an. Oh, dann haben wir den Trank, der ist da schon drin. Perfekt. Und die Truhe öffnen. Ich verstehe nicht, wieso man am Anfang schon eine Waffe hat, wenn man die direkt eh wechselt. Aber ja, okay. So, na dann. Ich mag dich. Du hast den richtigen Blick für diese Aufgabe. Man kann einen brauchbaren Abenteurer und jemanden, der nur so tut, als ob, an den Augen erkennen. Und im vergessenen Land sind brauchbare Leute in letzter Zeit Mangelware. Eigentlich ist dieses Team hier gar nicht so schlecht. Das heißt, dass die Auszahlung des Schatzes gewaltig sein muss. Weißt du irgendwas darüber? Was meinst du? Gerke hat mich über den kompletten Deal informiert. Sieht aus, als hätte ein Priester des Sakya-Ordens eine stattliche Belohnung ausgeschrieben, wenn man ihm dabei hilft, einen verborgenen Schatz in Truhe zu finden. Vor einiger Zeit wurde an diesem Ort ein Kampf ausgetragen. Die örtlichen Behörden haben die Ortschaft aus Sicherheitsgründen abriegeln lassen, aber ich schätze, sie ist jetzt wieder geöffnet. Ich nahm immer an, dass infolge des Kriegs alles Wertvolle zerstört worden wäre. Bei all diesen Kämpfern frage ich mich, ob wir nicht in eine was war das? Weiß nicht, was hast du denn gehört? Seht ihn euch an. Holen wir ihm doch gleich was. Gib dem Priester ein wenig Wasser. Wasser! Gutes Wasser. Oh, schon viel besser. Danke vielmals. Ich hatte keine Ahnung, dass Seekrankheit so schlimm sein kann. Ich hatte so eine Ahnung, dass du ein gütiges Herz hast. Ich bin froh, dass ich recht hatte. Darf ich deinen Namen erfahren, gütige Abenteurerin? Vanilla Balser. Oh, Vanilla Balser, was für ein einzigartiger Name. Den werde ich sicher nicht vergessen. Ich heiße Morpheus und ich bin ein Priester Sakrias. Ich suche den Schatz, der unter der uralten Statue versteckt ist. Schatz? Ah, es scheint, als hättest du noch nichts von Gerke gehört. Erlaube mir, dich mit einigen Details zu versorgen. Die archäologischen Daten, die von der Kirche entschlüsselt wurden, haben ergeben, dass sich in diesem Land die letzten Schätze des Propheten befinden. Diese Neuigkeit hat dazu geführt, dass viele Abenteurer sich auf die Suche nach dem Schatz aufgemacht haben, aber noch hat niemand etwas gefunden. Doch mehr und mehr Leute hören von einem Land voller Gold und Chancen, was bedeutet, dass die Kirche schnell handeln muss, wenn sie den Schatz selbst finden will. Die Kirche entschloss sich, viele erfahrene Abenteurer anzuheuern, die das Land für sie erkunden sollten. Sie haben auch entschieden, eine Menge Priester wie mich zu entsenden, die die Angelegenheit überwachen sollten. Darunter auch mich, ich hätte nie gedacht, dass man mich für so eine gefährliche Aufgabe auswählen würde, aber... Ah, sieh nur, da drüben ist Gerka. Er führt das Abenteuerteam an. Versammelt euch alle miteinander! Na dann, gehen wir mal rüber. Legt einen Zahn zu! Bewegung! Ich bin der Anführer der Truhe-Expedition. Nenn mich Serka. Serka? Wieso heißt denn hier Gerka?
Alles klar. Ich bin mir sicher, ihr wisst alle, dass Tua als antike Stadt bekannt ist, die vor langer Zeit durch den Krieg zerstört wurde. Wir haben nur eine einzige Mission in diesem verfluchten Land. Wir sollen den Schatz für die Priester finden, indem wir Hinweisen folgen, die in der Stadt zurückgeblieben sind. Ihr seid alle ersetzbar. Vergesst das nicht. Ich werde nicht zögern, jeden, der Unsinn oder etwas Dummes tut, konsequent zurückzulassen. Hier sind die Karten, die von der Vorhut angefertigt wurden. Drücke Tab, um jederzeit deine Karte zu öffnen. Behalt die Karte stets im Auge. Die Vorhut hat die Erkundung des Gebiets abgeschlossen, aber es gab nichts zu holen. Wie nutzlos. Ab heute werden wir Regionen erkunden, die tiefer im Landesinneren liegen. Und ich muss dich warnen, wenn du es versäumst, Schätze oder verdächtige Hinweise zu melden, die du findest, steckst du mächtig in da. Warte mal, dieser überwältigende Gestank. In der Nähe muss eine Bestie sein. Sei auf der Hut. Hauptmann! Trolle im Lager! Verdammt nochmal! Alle aufwachen und zu den Waffen! Legen wir ein paar Trolle um! Oh, ich bin gespannt, wie es sich mit dem Speer kämpfen lässt. Ich muss mich wieder etwas an die Steuerung gewöhnen. Das Lager. Ja, ich komme hier schon. Ah, hier noch so eine Sprungrolle. Sie alle aus! Nee? Ach, das ist nur im Stehen, verstehe. Welche Energieverschwendung! Muss die Ergebnisse der Vorhut hinsichtlich möglicher Guten für ein weiteres Vorrücken hören. Wir werden uns beeilen müssen, um sie selbst zu finden. Nur die nicht ernsthaft verletzt sind, werden behandelt und gehen gemeinsam. Hey Priester, du kannst das, nicht wahr? Sicher, natürlich. Du bist ziemlich furchteinflößend. Bitte, könntest du das Messer weglegen? Welches Messer? Meinst du mein Riesenspeer? Ich bin unter der Bedingung hergekommen, dass ich euch nicht zu Last falle. Also muss ich auch meine Aufgabe erfüllen, richtig? Allerdings könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen. Vanilla Balser, würdest du mir zur Hand gehen? Hey, überlassen wir den Priester jemand anderem. Wir ich sollten die Umgebung untersuchen. Wird es definitiv nicht leicht. Gucken wir uns das hier an. Okay. Guck mal. Was ist das denn? Eine Notiz? Ach du Kacke. Aufzeichnung der Tour-Expedition. Tour-Expedition, Aufzeichnung 1. Die Angriffe der Trolle hielten 4 Tage lang an. In der Umgebung wurde eine gründliche Suche durchgeführt, um ihre Basis zu finden. Ich fand Spuren der Trolle entlang des Flusses. Wir vermuten, dass es eine Straße gibt, die zum Land auf der anderen Seite des Flusses führt. Wir müssen den Fluss überqueren. Tour-Expedition, Aufzeichnung 2. Wir suchten die Flussufer nach Möglichkeit ab, um den Fluss sicher zu überqueren, fanden aber keine. Jetzt hatten wir keine Wahl mehr, wir mussten den Fluss direkt überqueren. Aber aufgrund der Wassertiefe und der starken Strömung war es schwierig, den Fluss mit Floß zu überqueren. Auch wenn es Zeit kostete, beschlossen wir, eine kleine Sonde zu bauen, um das Floss auszutesten. Dann trat ein unerwartetes Problem auf. Das Schiff bewegt sich nicht vorwärts, sondern dreht sich an der einer Stelle im Kreis. Das war wirklich seltsam. Jedes Mal, wenn wir die Sonde losschicken wollten, änderte sich die Strömungsgeschwindigkeit und ließ uns einfach nicht weiterkommen. Es war, als würde man uns nicht durchlassen wollen. Tour-Expedition, Aufzeichnung 3. Wir hatten folgende Informationen über Tour.
Ja, die Statue wurde vor langer Zeit bei einem Krieg mit dem Teufel zerstört. Es heißt, dass die Priester von Tua vor der Zerstörung der Stadt wertvolle Schätze im Schrein versteckten. Tua gilt als heilige Boten, auf dem sich Sterbliche und Götter frei unterhalten können. Sollten die Schätze von Tua wirklich existieren, habe ich keinen Zweifel, dass ihr Wert nicht im Geld gemessen werden kann. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich mir diesen Schatz holen. Okay. Vielen Dank. Es ist keine ernste Verletzung. Jo, bitte sehr. Ich denke, es ist bereits zu spät für diese Leute. Es lauern weitere Gefahren. Wenn wir uns nicht auf das vorbereiten, was folgt, werden auch wir unser Leben verlieren. Vanilla Balsa, das ist ein TP-Trank, den ich von Orten mitgebracht habe. Benutze ihn nur, wenn du in Gefahr bist. Der rote Balken am unteren Bildschirmrand zeigt deine TP an. Wenn du keine TP mehr hast, ist dein Abenteuer zu Ende. Ich lege ihn für dich auf den Hockey F1 Platz, damit du den Notfall benutzen kannst. Ich habe manchen schon den Trank verabreicht. Jo, dankeschön. Der Schatz ist wichtig, aber hier lebend rauszukommen ist wichtiger. Setze diesen Trank klug ein. Was auf jeden Fall Potenzial, wenn man bedenkt, wie du die Trolle erledigt hast, ohne ins Schwitzen zu kommen. Die Kampffertigkeiten, die du zur Schau gestellt hast, sind nicht von schlechten Eltern, Vanilla Balsa. Kampffertigkeiten? Ja, das sind die Spezialfertigkeiten, die Abenteuer im Kampf einsetzen. Da jeder mit seinem eigenen einzigartigen Stil in den Kampf geht, je nachdem, was man für einen Auftrag oder was für Vorlieben man hat. Schau so oft du kannst ins K, Kampffertigkeitenfenster, um regelmäßig für Veränderungen zu sorgen. Du weißt, wie du deine Kampffertigkeiten einstellst, oder Vanilla Balsa? In dem kannst du es mir bitte klären, dann seht ihr das auch gleich. Öffne das Kampffertigkeitenfenster mit K. Dort siehst du Fertigkeiten, die du benutzen kannst und Fertigkeiten, die du in Zukunft erlernen kannst. Wenn du in dieser Welt Erfahrungen sammelst, verdienst du die Fertigkeitspunkte. Mit diesen Punkten erhöhst du deine Fertigkeitsstufe. Wenn die Fertigkeitsstufe 4, 7 und 10 erreicht, kannst du deinen Fertigkeitsbaum einstellen. Der Fertigkeitsbaum erlaubt es dir, deine Fertigkeiten deinem eigenen Kampfstil anzupassen. Abhängig vom Fertigkeitsbaum können Kampffertigkeiten schneller und stärker werden oder sogar besondere Kräfte dazu bekommen. Da du eine fähige Abenteurerin bist, Vanilla Balsa, bin ich mir sicher, dass du schnell die perfekte Kampffertigkeit für dich findest. Bevor du die Expedition startest, überprüfe deine Kampffertigkeiten und überlege, welche Fertigkeiten für die Situation am besten geeignet sind. Warum öffnest du nicht das Kampffertigkeitenfenster und schaust mal nach? So. Ich hätte sogar schon Punkte. Aber gleich mal einsetzen. Man braucht 4 Punkte, 7 und 10, genau. Um jeweils die verschiedenen Fertigkeiten zu nutzen. Also, hier haben wir entweder den Flammschlag. Element wechselt zu Feuer. Bei einem Treffer brennt der Gegner und erleidet pro Sekunde 5 Sekunden lang 31 Schaden. Oder Frostschlag. Element wechselt zu Wasser. Bei einem Treffer wird das Ziel mit Frost belegt. Bewegungsgeschwindigkeit 30% für 5 Sekunden. Oder zum Schluss noch der Erdschlag. Element wechselt zu Erde. Schaden bei Gegnern mit Rangmutation oder niedriger plus 20% verursacht Taumeln. Ich bevorzuge den Flammenschlag. Und hier so und dann auf Speichern. Voilà. Und wenn man das nicht mehr will, kann man das auch wieder ändern. Also das ist jederzeit möglich. So. Man weiß nicht, was passiert. Also sollten wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Ich fühle mich jetzt schon erschöpft und die Erkundung hat noch nicht einmal begonnen. Zumindest scheint Serka sehr leidenschaftlich zu sein und voller Gier. Ha. Ich habe gehört, Serka ist guter Sucher. Also wird er ja bald einen Weg in die alte Stadt finden. Was? Ich weiß nicht, ob wir wirklich einen Schatz finden, der Serkas riesige Belohnung wert ist. Wir haben keine Informationen über den Wert des Schatzes. Es kann etwas sehr Gefährliches sein, oder vielleicht ist es nur ein gewöhnlicher Stein. Oder vielleicht hat es sogar irgendetwas mit den Aachen zu tun? Die Aachen? Sagenhafte Artefakte der Macht, die viele Leute für nichts als einen Mythos halten. Doch die Kirche nimmt Nachforschungen über die Aachen sehr ernst. Das ist zwar ein Geheimnis, aber
Wir glauben, dass der Schatz der Propheten, nach dem wir suchen, möglicherweise ein Hinweis auf die Archen ist. Oh, ich glaube, da drüben haben sie etwas gefunden. Hier lang! Alle Mann sammeln! Ihr werdet die Barriere durchbrechen und vorrücken! So, weg mit dem Ding. Spring auf! Wir fahren den Fluss runter! Na, dann gehen wir auf Schiffsfahrt. Es heißt, die Ruinen von Trua würden von den Göttern beschützt werden. Vorsicht, überall lauern Fallen und herabstürzende Decken. Wow, diese riesigen Statuen wurden nach dem Vorbild der Götter errichtet. Die Arche wurde von Regulus selbst gebaut. Das immer brennende Genesis-Licht. Die Arche beinhaltet große Macht. Die Macht zu schöpfen und die Macht zu zerstören. Genau wie ein Gott. Wüssten wir doch nur, wo sie steckt. Kannst du nicht mal aufhören zu quatschen, Priester? Er hat recht, wir sollten ruhig sein. Dieser Ort, er wirkt nicht normal. Wir sind wohl auf der richtigen Spur. Folge mir und achte auf den Weg. Komm mal. Vogel, hey, bleib unten. Das sind wieder Trolle. Wir müssen ihre Linien durchbrechen. Macht euch kampfbereit. So, nieder mit sind das Zeug. Oh, das war was Großes. Oh Mann, mehr Trolle im Anmarsch! Na super. Den Rückzug sicher! Ich muss noch ein bisschen herausfinden, welcher Angriff wie sich. Wie soll ich sagen? Wie es sich macht. Ein paar sind eher so auf der Stelle und andere lassen sich wirklich nach vorne bewegen. Aber das kommt mit der Zeit. Oh, das war's, ich will's haben. Du hast die Brücke zerstört. Was ist mit denen, die auf der anderen Seite feststecken? Ja, zum Beispiel mit mir, Arschloch. Freue mich nicht, toll. Du Todessehnsucht. Es musste einfach sein. Spring! Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich da freiwillig übergesprungen wäre. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Jo, ich auch. Ich traf bloß eine rationale Entscheidung, um alle zu retten. Ihr habt es überlebt, oder nicht? Was dich angeht, war schneller, als ich angenommen hatte. Das wird noch nützlich sein. Wenn alles erledigt ist, werde ich deine Leistungen nicht vergessen, wenn es darum geht, die Belohnung zu verteilen. Haha, aber seid dir nur nicht zu selbstsicher. Es ist noch nicht vorbei. Gab es Tote? Nein, gut. Wollen wir dann weiter? Das scheint der Eingang zur Stadt zu sein, aber er ist versperrt. Prüfen wir doch mal. Ja, und jetzt? Im Zweifelsfall jagt es gut. Hoch. Ja. Neil, bring die Sprengausrüstung. Gib sie Vanilla Balsa hier. Hör zu, bring alles in dem Riss dort an und dann musst du schleunigst die Beine in die Hand nehmen. Da du hier die schnellste Person bist, hast du die besten Chancen, die Explosion zu entgehen.
und hör bloß nicht auf zu rennen, außer du hast vor der Tür in die Luft Gesellschaft zu leisten. Wieso muss ausgerechnet ich das machen, weil wir die wissen, dass ich die Schnellste bin? Das Ding geht schnell hoch. Ich hoffe, nichts geht schief. Ah, toll. Danke. Was, noch eine Fehlzündung? So. Lauf. Ach ja. Es geht ja easy. Und? Nichts passiert. Schade. Es bewegt sich kein bisschen. Das ist eine uralte Magie. Ja. Ach so, jetzt soll ich nochmal gucken gehen. Verdammt, dieser Stein rührt sich kein Stück. Gibt es noch einen anderen Weg? Es ist weg. Es ist offen. Der Wir haben es geschafft. Der ist offen. Was ist das? Was ist passiert? Hast du den Eingang zu der eingestürzten Ruine geöffnet, Vandilla? Ein Schwarm von Lichtern ist erschienen und hat die Tür geöffnet. Ein Schwarm von Lichtern? Ich habe nichts gesehen. Das sah keiner. Es hatte den Anschein, als hätte Vandilla Weiss einfach nur die Tür geöffnet. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber hier geht irgendetwas Seltsames vor. Die schwach geschriebenen Buchstaben auf der Tür. Ich konnte sie zwar nicht präzise lesen, aber sie sprachen davon, dass irgendwann ein Auserwählter komme. Ich hatte zwar keinen blassen Schimmer, worum es bei all dem geht, aber ich bin froh, dass du hier bist. Wir sollten besser weiter, nicht wahr? Definitiv. Hey, Captain, ich glaube nicht, dass es hier für uns was zu holen gibt. So. Wir sind leider auch schon wieder am Ende von der Folge angekommen. Das nächste Mal werden wir weitergehen und erfahren, ob wir den Schatz finden. Ich bin schon gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, macht's gut, bis dann!